Feinste, so noch den dritten. Oh, das hatte ich noch nie. Drei Lavahunde, enjoy your lose. Was ist denn das? Das sieht ja mal richtig dumm aus. Wir öffnen erstmal die Truhe, mal schauen, was so drin ist. Oh, okay, wir kriegen wahrscheinlich noch eine epische Karte. Der Bowler wäre natürlich ultra krass. Wenn wir den Bowler kriegen, wir brauchen nur noch einen Bowler, dann haben wir den von Level 4 auf Level 5. Mal gucken, was wir haben. Ihr beginnt jetzt. Ich hab ehrlich gesagt noch nie mit Double Minion gespielt. Ich bin mal gespannt, wie das laufen wird. Das ist doch schon mal ein guter Start. Wir killen seine Prinzessin und die Minions überleben. Entweder verursachen wir jetzt Schaden. Oh, er hat noch einen Tombstone. Da setzen wir ganz schnell einen Poison Spray ein. Komm schon, komm schon, komm schon. Nice. Sehr nice. Sind wir mit diesem Start in ein Elixier Plus gelangt? Was hat denn alles eingesetzt? Ich könnte mir vorstellen, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das auf jeden Fall geschafft haben. Da haben wir jetzt Hexe-Riesen-Kombination. Ich fange mal erstmal mit einem defensiven Lavahund an. Sehr schön, die Hexe. Seine Truppen machen nicht wirklich viel Schaden. Ist der Turm trotzdem down? Der Riese im Rage scheint immer noch recht broken zu sein. Aber was ist denn das jetzt für ein Push? Guten Tag. Sehr nice. Der Gegner kriegt da zwar schön viel Schaden an unserem Turm aus, aber was ist das? Wie viele Lava-Pups und Minions gibt es denn überhaupt? Das war ja krass. Oh, Zeit für ein gutes Zap-Timing. Ach nee, das kriegen die Minions auch so ohne mich hin. Da will ich jetzt nicht noch unnötig was reinhauen. Und der Gegner spielt tatsächlich einen Rage-Spell. Was machen wir mit der Prinzessin? Ich setze mal einen Lava-Hund ein. Und eine Minion-Horde. Und einen Miner. Volles Programm jetzt. Oh, die Hexe ist krass. Die Hexe ist krass. Da lohnt sich der Poison. Und hier lohnt sich der Mini-Packer. Oh, er hat guten Flächenschaden. Er hat guten Flächenschaden für Luft. Und er kriegt jetzt hier auch den rechten Turm der Riese im Rage einfach mal gar nicht aufzuhalten für uns in der Situation. Aber der Gegner sieht da auch nicht mehr so sicher aus. Bei dem, was wir machen. Und jetzt greift die Hexe den Lavahund an. Und dadurch überleben die Minions. Und dadurch sollten wir, denke ich, insgesamt gewinnen. Und der Mini-Packer kann sogar noch die Hexe töten. Der linke Turm des Gegners fällt. Und dann ist es doch eine recht eindeutige Führung. Also bis jetzt mit dem Deck kam ich ganz gut klar. Trimax, du liest die Spenden nicht vor. Geht's gleich weiter damit. Oh, kriegt er jetzt noch den Turm? Oh, ich Vollidiot. Warum gucke ich in den Chat? Warum gucke ich in den Chat? Hilfe. Das machen doch nur Dumme. Ich kann es nicht fassen. Jetzt sind wir noch unnötig in der Verlängerung. Oh. Na, die Minions machen dort wenigstens gut was. Ja, okay, das ist doch noch der Sieg. Das ist schon wieder zu... Nee, doch, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, alles gut. Alles gut. Erstes Game im Turnier gewonnen. Das nächste Game. So, wir starten mit der Elixierpumpe. Jetzt setzt der Gegner wenigstens was. Er setzt den Schweinereiter ein, aber nach ganz hinten. Da klatschen wir nochmal einen Sepp drüber, damit der Mini-Packer nicht so dumm dort Kleinigkeiten da angreift. Er freest. Interessant. Lol, er freest ja meinen... Er hat ja meinen Packer damit getroffen. Verrückt. Na gut. Wir hoffen, dass er keine Pfeile hat. Das wäre sonst echt ekelhaft. Oh Gott. Der hat Pfeile und Fire Spirits. Was geht's? Wer hat denn Pfeile und Fire Spirits dabei? Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben die Minions dabei und die Minion Horde. Und jetzt hat der Gegner Pfeile und die Fire Spirits. Ey Leute, ich bring mich um. Was? Geht das nur mir so? Das sind echt so Kartenvariationen, die man sonst noch nie vorher gespielt hat.
Ja, komm, freeze doch nochmal. Nee, okay, kein Freeze, danke. Oh mein Gott, sein Minipacker läuft einfach mal außen rum. Wie nice. Und mein Minipacker kann zwei Hits landen und meine Minions töten noch seinen Minipacker. Versuchen es zumindest. Ich hoffe, er kommt jetzt hier nicht mehr durch für einen Hit. Komm schon, Turm, schalt ihn aus. Ja, sehr schön. Okay, das war ja ganz, ganz nice. Möchte er wieder freezen? Dürfte er machen. Ja, okay, er freest. Er freest. Das ist okay. Das kostet richtig Elixier. Er kriegt den. Oh, er kriegt den Turm noch nicht mal. So, jetzt sind seine Fire Spirits raus. Jetzt setze ich meine Minions ein. Und wenn er jetzt richtig bescheuert ist, dann setzt er seine Pfeile. Okay, keine Pfeile. Er freest. Oh, was denn das denn? Stomp, Sepp, 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 Sepp. Oh, zu spät. Sepp kann natürlich. Aber was ist denn das? Was sind denn das? Sind das zwei Lavahunde? Vom Feinsten. So, noch den dritten. Oh, das hatte ich noch nie. Drei Lavahunde. Enjoy your lose. Was ist denn das? Das sieht ja mal richtig dumm aus. Wie viel würde die Karte kosten? Triple Lavahund. Was? Was ist denn das für ein Bullshit? Was denkt der Gegner sich? Der denkt sich so, fuck, da sind drei Lavahunde an meinem King Tower. Ich würd mal echt gerne wissen, was er sich gedacht hat. So, geht weiter, nächstes Game. Bis jetzt finde ich das Deck ganz gut. So, wir spielen jemanden aus dem Clan Brave Sujuks. Die kennen wir natürlich auch schon. Schöner Start. Wir kriegen eine Menge Schaden raus. Und sein Mini-Packer, ich glaube, der kommt gar nicht mehr an unseren Turm ran. Sehr gut. Okay, auf der linken Seite mein Lava-Hund-Push, auf der rechten Seite sein Giant-Push und ich bin gespannt. Oh mein Gott, woher wusste er das? The verdammt! Oh mein Gott, mein Mini-Packer ist auch down. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. War als, oh mein Gott, hat er uns jetzt hier in Grund und Boden predicted. Also nach so einem Spielzug liegt man berechtigt hinten. Kann man nicht anders sagen. Hat er jetzt schon gewonnen? Ja, Gegner hat gewonnen. Well played. Nice. Das war doch mal kurz und schmerzlos. Ja? Das ist die Sache, deswegen habe ich nie die Minion-Horde dabei. Ich habe die Minion-Horde nie dabei. Die Minion-Horde hat ein unglaublich großes Potenzial. Die Minion-Horde kann so krass sein und ein ganzes Spiel beenden. Aber es kann auch in Negative gehen. Ihr habt es gesehen, ich setze die Minion-Horde ein für 5 Elixier. Er hatte zeitgleich sein Poison-Spell draufgepackt. Kann man nicht wissen. War jetzt glücklich vom Gegner, aber ich weiß jetzt nicht, ob er sich das predicted hat, obwohl er wusste, dass ich die Minion Horde dort einsetzen werde oder ob er einfach so den Poison Spell raufgetan hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Minion Horde ist da. Sie ist sofort tot. Mir fehlen 5 Elixier und der Gegner überrennt mich und wir liegen schon direkt zum Start so da hinten, dass der Gegner einfach mal durchpusht. Okay, Gegner setzt dort noch einen Minipacker ein. Sein Musketier ist schon down. Jetzt hat er auch keinen Sepp mehr. Ich gehe mal davon aus, dass meine Minion den jetzt. Oh, der hat schon wieder die Fire Spirits dabei. Gegner hat Fire Spirits, Sepp und Musketier. Auch wieder viel gegen Luft. Warum haben die Leute heute so viel gegen Luft dabei? Wo sind die gewöhnlichen Giant Bowler Decks? Ich will nicht sagen, dass mich das nervt, aber schon so ein bisschen. Jetzt schreiben hier wieder die ersten, dass die Gegner ja immer wissen, was ich spiele und dass sie sich dann Counter Decks mit Absicht mitnehmen können. Ich glaube, das macht. Ja, ich weiß nicht. Also, Fakt ist, wenn ich Turniere spiele, ohne dass ich streame,
schneide ich viel, 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 viel tausendmal besser ab, als wenn ich das Ganze während des Streams mache. Woran das liegt? Ich glaube nicht, dass die Leute mir jetzt, dass die Leute so ticken, dass sie mit Absicht Counterdecks spielen, nur damit sie sagen, sie haben gegen Trimax gewonnen. Das weiß ich nicht. Wir wollen mal nicht vom Schlimmsten ausgehen, ne? Oh, starker Poison Spear. Oder ich muss einfach mein Deck nach jedem Game wechseln. Ich wechsle einfach nach jedem Spiel mein Deck. Aber dann ist man auch nicht eingespielt, dann spielt man auch schlecht. Meine Fresse, der Gegner hat ja so dermaßen viel schlechtere Karten. Das war ja auch nicht gut. Kobolde sollte man niemals mit den Fire Spirits kombinieren. Zwei Lava-Hunde zusammen kombiniert, harmonieren sehr, sehr gut. Meiner noch dazwischen gemischt. Kann der jetzt überleben? Nee, leider nicht, aber ich glaube, der Lava-Hund macht dort sein Ding. Schöner Sepp. Ja, es wird kein Three Crown Win, aber wir gewinnen trotzdem. Er hatte jetzt hier einen Sepp dabei, Poison Spell, Fire Spirits, Musketier. Der hatte schon sehr viel dagegen Luft dabei. Nächstes Spiel, Platz 56 sind wir. Geht noch nicht so schnell voran, wie ich es gerne hätte. Okay, wir starten mit der Elixierpumpe. Womit startet der Gegner? Mit den Guards. Mit den gesplitteten Guards. Okay, kann man machen. Oh, schöner Miner. Dadurch haben meine Minions überlebt. Minipacker kriegt keinen Hit an Turm. Ja, wir liegen deutlich vorn vom Elixier. Bin ich mir sicher. Lava-Hund jetzt eingesetzt. Elixierpumpe am Start. Gegner setzt selber eine Elixierpumpe. Jetzt will ich natürlich ein wenig Elixier in der Defensive. Ich bin gespannt, was er gegen Luft dabei hat. Ich finde auch die Kombination mit dem Lava-Hund und dem Mini-Packer überraschend gut. Ich weiß gar nicht warum. Ist irgendwie so. Oh, die Minions waren natürlich gerade mal sehr krass. Und er hat jetzt seinen Eisgeist rausgehauen und einen Zap. Und jetzt haben wir die Minions noch. Da kann ich nichts machen. Das ist dann natürlich wieder das. Das hat so viel Potenzial. Die Minions kombiniert. Ist das schon der Three Crown Win? Ist das schon der Sieg jetzt? HP, das ist jetzt nicht die Welt. Wir setzen einen ganz verrückten Miner ein, wo der Gegner gar nicht mit ihm rechnet. Hier. Damit rechnet er nicht. Okay, Three Crown Win, so schnell geht's. Ja, entweder hat man was gegen die Minions dabei oder gegen die Minion Horde. Der Gegner hatte jetzt Zap und Eisgeist. Das ist stark gegen Minions und Minion Horde. Aber wir haben die Karte sozusagen zweimal dabei. Wenn die Minion Horde down geht, dann setzen einfach die Minions ein. Und wenn die Minions down gesetzt, setzen wir die Minion Horde ein. Das kann sehr gut funktionieren, wie in diesem Fall. Kann aber auch ein kompletter Reinfall sein, als wir unsere Minion Horde direkt im Poison Spell lag. Oder wenn der Gegner Pfeile dabei hat und die Fire Spirits, ist man doppelt und dreifach im Arsch. Schöner Miner. Schöner Sepp, jetzt tankt der Miner und der geht noch, die gehen noch down. Was haben wir denn da alles? Mini-Packer und Minions am Turm. Ja, erster Turm fällt. Also das Deck ist schon krass.
Da lege ich mich fest, das Deck ist schon krass. Gut, der Gegner hat wieder schlechtere Karten. Ja, und er ist nur ein Level 8er. Aber selbst wenn das ein Level 9er wäre, dann wäre der Gegner, dann wäre der rechte Turm schon down und wir liegen dann 1 zu 0 vorn. So, wir setzen jetzt die Elixierpumpe ein. Also, wer sich jetzt fragt, was das hier für ein Deck ist, das Deck, damit wurde ein Spieler bei einem 250.000 Juwelen-Turnier erster Platz mit diesem Deck. Also muss das auf jeden Fall schon taug was taugen. Ich finde es ganz nice, dass man jetzt in letzter Zeit deutlich mehr. Lava-Hunde sieht, das finde ich sogar richtig gut. Okay, da setzt er sein Poison Spray ein, das ist okay für uns. Oh, der hat aber schwache Truppen. Der hat aber schwache Truppen. Okay, der Gegner hat kein Poison Spray mehr. Jetzt kommen wir direkt. Ach, er hat ja die Fire Spirits, ne? Wir predikten irgendwo die Fire Spirits. Nö, haben wir nichts getroffen. Da sind sie jetzt. Aber das ist schon wieder der nächste Sieg, ne? Ja, okay. Habe jetzt irgendwo den Sepp hingeklatscht. Die Fire Spirits wären für uns völlig tödlich gewesen. Deswegen haben wir irgendwo einen Sepp hingeballert. Vielleicht hätten wir sie getroffen. Wenn wir sie getroffen hätten, wäre es auf jeden Fall ein ultra ein Highlight gewesen. So gewinnen wir aber trotzdem. Man kann mit dem Deck relativ schnell gewinnen. Das ist natürlich auch ein Vorteil in den Turnieren. In den Turnieren geht es nicht nur darum, zu gewinnen oder eine gute Niederlagenquote zu haben, sondern das Ganze auch nach Zeit. Sprich, zwei schnelle Siege sind viel, viel geiler. Also bevor das Turnier endet, als ein langsamer Sieg. Oder am allerschlimmsten ist ein Unentschieden im Turnier. Das ist das Schlimmste, was nur passieren kann. Lol. Lol, was war das? Was hat er gemacht? Was hat denn er getroffen? Den Turm und? Den Turm und einen Minion? Oh. Saustarker Miner. Poison-Spell-Kombination. Vom Feinsten das Ganze nochmal unterstützt von dem Sepp. Da ist das Musketier down. Der Miner tankt gleich für die Lava-Pups, wenn es denn soweit kommt. Okay. Er hat einen Poison-Spell, aber er setzt ihn zu früh. Er setzt den Poison-Spell zu früh. Na, okay, ging noch, ging noch. Hat er Glück gehabt. Hat er Glück gehabt, aber es sieht ja trotzdem ganz gut für uns gerade aus, ne? Ihr setzt die Minions mit Absicht hinter den Turm, damit sie nicht vom Eisgeist erwischt werden. Weil sonst kann man danach die Minions sebben. Der Turm kriegt zwar Schaden, aber das ist okay. Weil wir halt jetzt auf der rechten Seite wieder voll am Start sind. Wo ist sein Musketier? Bis jetzt noch kein Musketier gesehen. Schöner Sepp. Dadurch wird der Miner angegriffen, oder? Naja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verursachten wir guten Schaden. Die Minions kommen auch nochmal nicht an den Turm. Okay, schade. Wieder die Minions hinter den Turm. Der Schweinereiter kommt zwar durch, das ist nicht optimal, aber wir können leider nichts machen. Was? Wurden jetzt doch getroffen. Was für ein Flop an der Stelle. Oh, wie viel Schaden. Krass. Schnell mal ein Poison Spell drüber. Ich setze jetzt hier vorne die Minions hin. Sehr schön. Okay, Konzentration. Wie machen wir das? So und so? Ist das der sichere Weg? Da ist ein Schweinereiter. Wir setzen eine Elixierpumpe und dann haben wir das Spiel gewonnen. Schönes Game. Sehr gut gespielt vom Gegner. Er hat ein Hoover-Mu-Deck mit Mini-Packer gespielt. Wir konnten das Ding aber trotzdem gewinnen. Sehr, sehr interessant. Schönes Game. Gegner hat wirklich gut gespielt. Auf beiden Seiten Druck ausgeübt. Der Lava-Hund ist teuer. Das weiß der Gegner. Wenn wir den Lava-Hund ganz weit nach hinten setzen, dann weiß er, dass wir kein Elixier mehr übrig haben, um großartig zu verteidigen. Das hat er genau richtig gemacht. Aber am Ende konnten wir dann noch, da wurde es relativ unübersichtlich, aber wir konnten das Ganze doch noch gewinnen. So, was haben wir jetzt hier für eine Siegesserie mit dem Deck hingelegt? Finde ich gar nicht so schlecht. Oh, wir haben einmal schon verloren. Achso, das war da, wo wir sofort verloren hatten. Aber ansonsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Games, 7 Siege und das eine, was wir verloren hatten, hatten wir einfach innerhalb von 0, nichts verloren.
Stimmt, da hat jetzt jemand gefragt, warum ich mein Spiel auf Deutsch hatte. Wegen vorhin dem Update-Video. Habt ihr euch das alles schon reingezogen? Am 19.09. kommt ein Update. Ich habe ein Video drüber gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Schaut euch das am besten alle mal an. Dann seid ihr auf dem neuesten Stand. Es wird auch die Turniere ganz, ganz groß beeinflussen. Und es wird jetzt... Na, wie soll ich das sagen? Also Leute, es... Wie kann ich das jetzt am besten formulieren, ohne was zu spoilern? Es werden in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, ich sag jetzt nicht genau in welchem Zeitraum, ganz, 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 ganz viele Sneak Peeks rauskommen. Das kann ich sagen. Und ich werde immer versuchen, die als erster anzukündigen auf meinem YouTube-Kanal. Also auf jeden Fall ein Abo dalassen, wenn ihr in Clash Royale immer auf dem neuesten Stand sein wollt. Nice, sein Musketier ist down. Das rockt. Ich hoffe, er hat kein Poison-Spell. Oh, das tut ja weh. Aber kommen die Minions trotzdem noch mal ein bisschen an den Turm? Bisschen, so ein kleines bisschen? Oh, 1, 2 Hits, das reicht mir nicht. Wir liegen vorne und wir haben auch noch eine Elixierpumpe. Da kann man sich gar nicht so drüber beschweren. So, jetzt muss sich der Gegner entscheiden. Oh, er hat sich entschieden. Dadurch ist jetzt der Lava-Hund ganz alleine am Recht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wenn wir noch den nächsten Lava-Hund dazu kriegen, so wird's gemacht. Double Lava-Hound auf der rechten Seite. Er wirft den Poison. Das hilft ihm aber nur kurzfristig weiter. Sieht doch ganz nice aus. Und jetzt hat der Gegner keinen Poison-Spell mehr, um seinen Royal Giant zu unterstützen. Um seinen normalen Giant. Ist es kein Royal Giant? Oh mein Gott, wie nice. Und auch der... Alter, es läuft. Es läuft. Der Gegner wird ja in 1000 Stücke gerissen. Der weiß gar nicht, was er machen soll. Was läuft denn hier? Oh mein Gott, der linke Turm geht auch noch down. Boah, ich feiere es so sehr. Endlich mal diesen völlig beknackten Giant Poison Deck mal so richtig eine reinzuhauen. Und zwar so richtig, richtig. 3-Crown-Win, eindeutig gewonnen. Sauber. Also das Deck gefällt mir. Kann man nicht anders sagen. Das ist ein wirklich starkes Lava-Hound-Deck. Aber es ist so leicht zu kontern. Das machen wir dann auch noch gleich. Aber wir öffnen erstmal die Truhe. Mal schauen, was so drin ist. Oh, okay, wir kriegen wahrscheinlich noch eine epische Karte. Der Bowler wäre natürlich ultra krass. Wenn wir den Bowler kriegen, wir brauchen nur noch einen Bowler, dann haben wir den von Level 4 auf Level 5. Mal gucken, was wir haben. What the fuck? Aus so einer Scheißkiste. Oh mein Gott, wir brauchen nur noch eine Princess. Wie geil. Was? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Welcher Platz wurden wir denn? Das war doch die schlechteste Kiste der Welt. Turniere? Information? Welcher Platz wurden wir? Platz 62? Und wir kriegen eine Prinzessin? Ja, das schmeckt doch. Okay, hat sich das Ganze schon gelohnt. Wir brauchen nur eine Prinzessin, dann haben wir die auf Level 3. Ich wollte jetzt unbedingt den Bowler ziehen, damit wir den Bowler von Level 4 auf Level 5 bekommen. Ich denke so, oh, hoffentlich ist es der Bowler drin. Und auf einmal ist das eine Legendary Card, die Prinzessin. Eine noch und dann haben wir sie auf Level 3. Wie geil ist das denn? Nochmal so richtig ein Highlight. Was soll man dazu sagen? Ja, wenn man so eine Prinzessin geschenkt bekommt, will man sie nicht beschweren. Sauber.